Zum Glück habe ich mich vorher schon gewaschen. Ich würde danach in die Küche stapfen und mir einen beruhigenden Tee besorgen, da ja, Astralkörper leer, Astralkörper voll, Astralkörper leer, das macht einen Kopfschmerz wahrscheinlich. Ja, in der Und Küche kannst du sehen, wie da wohl zahlreiche Angestellte herumwuseln. Es riecht unglaublich gut nach leckerem Brot und auch wohl nach Tee, der da schon bereitet worden ist. Es ist allerdings so ein thulamitischer Tee, der dir wohl nicht beim Astralkräft regenerieren hilft. Kannst du dann aber deine es geht nur um die eigenen. Kopfschmerzen, Ja, sozusagen. okay, gut. Kannst du sonst deine eigenen Beeren oder sowas einmixen, aber Tee ist auf alle Fälle schon da. Und ja, es sind eine ganze Menge an Küchenangestellten da. Du bist der Meinung, dass das irgendwie Flüchtlinge sind, die da jetzt wohl angeworben sind, weil sie das richtige Handwerk gelernt haben. Ich schaue mich mal nach der Oberküche ab. Die haben die wahrscheinlich eingestellt damals. Oder ist noch da Ist eine beschäftigt worden? Travia-Geweihte. Ah, ja. Euer Gnaden, habt ihr vielleicht einen Tee für mich? Ja, da drüben, da drüben. Ah, vielen Dank. Nehmt euch einfach die ganze Kanne mit, die könnt ihr euch nehmen, die ist sowieso für euch. Ja, wer sind diese ganzen Leute hier? Andere Bedienstete? Haben wir die eingestellt? Also Rabenmund hat hier eingestellt, der Emissär. Ich verstehe. Es gibt ein kleines Zugeld und sie haben etwas zu tun, lungern nicht auf der Straße herum und nun ja. Nun gut. Sie können ihrer Arbeit nachgehen und fühlen sich nützlich. Das ist immer was Gutes. In der Tat, in der Tat. Nun, ich Aber vielleicht deine nicht. Haare sind noch ganz nass. Setz dich doch einmal zu mir ans Feuer. Ich trockne dich an. Nun, gut. Stell dir so einen kleinen Schemel hin und öffnet dann neben dir so ein bisschen von diesem Steinofen die Luke, sodass so ein bisschen warmer Brotgeruch dir entgegenströmt und nimmst dir so ein Handtuch und rubbelt dir erstmal die Haare trocken. Ich schlafe wahrscheinlich dabei ein, vermutlich auch nicht. Vermutlich schon. Es riecht so lecker. Du warst gar nicht so weit aus der Zivilisation entfernt, aber es fühlt sich einfach sehr komisch an, nachdem sie diese magische Welle über dich herübergelaufen ist. Sie macht also so ein bisschen verkrustetes Blut von deinem Ohr weg und ja, dann kannst du da auch sehen, wenn sie dann das Handtuch wegnimmt, hast du irgendwie ein paar Augenblicke später ein geschmiertes Brot mit ein bisschen Salz drauf in deinem Mund und oh, es ist frisch gebacken, es ist noch warm und die Butter zerläuft und dieser Salz, es ist einfach nur lecker. Ach, endlich wieder zu Hause angekommen. Vielen Dank. Nun, ich will einmal schauen, was die anderen treiben. Ja, wie Und gesagt, nimm doch einfach mal bitte den Teekessel mit und dann bringe ich euch den Rest gleich rüber. ja, ich würde mir noch so ein Tablett mit Krügen schnappen wahrscheinlich. Und die balancieren Richtung Sofa wieder im Ja, Erdgeschoss. hinter dir kannst du dann auch noch zwei, drei Kinder erkennen, die dir dann andere aufgeschnittene Brotsachen hinterherbringen und das dann alles bei euch hinstellen. Ne? Zulamin hat sich da schon auf das Sofa gefläzt und die anderen kommen dann auch nach und nach. Wie gesagt, nach einer halben Stunde, dann habt ihr euch dann gewaschen und gestriegelt, könnt ihr euch dann hinsetzen. Ah, aber mir, ihr habt Tee aufgetrieben. Wunderbar, Ja. setzt euch zu mir. Ja. Ach, endlich wieder in zivilisierten Landen. Wir haben eine ganze Menge neuer Angestellter. Nun, ich denke, es war zu erwarten, dass es sich Rabenmund gut gehen lassen wird. Darf ich euch einschenken? Ja, gerne. Ich würde dir dann einen Becher, einen vollen Becher reichen und wahrscheinlich ein Brot mit Salz und Butter bestrichen. Das Nimmt ist Zulamin Heimat. dankbar entgegen. Manchmal sind es die einfachen Sachen, die einen die größte Freude bereiten, nicht wahr? Eure Ansprüche sind wie immer überraschend niedrig. So, Ja. liebste Visierer, wenn ihr mögt, ich bin bereit, euch Rede und Antwort zu stehen. Ich habe bereits zur Kenntnis genommen, dass euch mein Brief erreicht hat. Und ich möchte mich noch einmal in aller Förmlichkeit entschuldigen, dass ich euch bei der Madabasari habe Geld leihen lassen. Allerdings bin ich der Meinung, dass dies dem Wohle von Janka doch dienlich ist. Ansonsten hätte ich diese ganzen Menschen nicht aufnehmen können. Ich mache euch deswegen keinen Vorwurf. Gewiss, es ist eine Menge Geld und ich weiß nicht, wie ich es zurückzahlen soll. Aber schlimmer wäre es gewesen, die Leute auf den Straßen verhungern zu lassen. Ihr habt das Richtige getan. Ich hätte da eine Frage. Wie geht es denn unseren Elefanten?
Die sind versorgt. Wir haben sie, weil wir nicht genau wussten, was wir mit ihnen tun sollten, in die Ställe bringen lassen. Nicht hier in diesem blauen Palast, sondern am Hafen. Dort gibt es weitere Ställe. Es war zwar kurzzeitig die Diskussion, ob wir sie der Gemeinde zuführen, aber wir haben uns entschieden, dass wir diesen Schritt noch nicht gehen. Falls sie allerdings geschlachtet werden sollten, würde ich dies in Auftrag geben. Nein. Fim, wir können die Elefanten doch nicht schlachten lassen, oder? Wenn ich mich nicht täusche, Kapitän, ja, verbrauchen solche Tiere ein enormes Maß an Futter. Die Tür geht einmal auf. Das ist wahr, allerdings sind das Pflanzenfresser und das Gras ernährt keine Menschen. Die Tür geht einmal auf und ihr könnt sehen, wie eine kleine, hutzlige Gestalt vom Atrium aus reinkommt. Sie ist nicht zwergenbreit, sondern eher die Hälfte oder ein Drittel davon. Ihr seid auch hier. Hallo. Ich habe mich um eure Finanzen gekümmert, gemeinsam mit dem Emissär. Dr. Rumpel. Ja. Nun, dann haben sich ja kompetente Leute um diese Sache gekümmert. Ja, selbstverständlich. Dafür habt ihr mich doch angestellt. Ja, und die Pferde, die ihr uns vor Elberum beschafft habt, sind wirklich exzellent. Danke. Wir haben uns gute Dienste geleistet. Ich war eben... Es war eben draußen die Hölle, diese ganzen Schlangen. Und ich musste mir tatsächlich eine von diesen Rondrianerinnen leihen, damit ich unbeschadet hindurchkomme. Ihr wisst ja, meine Knochen. Darf ich mich zu euch setzen? Es war wirklich anstrengend. Ja, nehmt bitte Platz. Danke. Magister Abelmir, ich habe eben Ablehnung gespürt. Wie ist das begründet? Ach, er ist der Zwerg und jetzt ihr. Ich habe mit dem Zwerg nichts zu tun. Dein feiner Kerl. Ich finde sein Verhalten abscheulich. Nein. Dann sind wir schon zu zweit. In der Tat, darauf können wir uns einig werden. Während du das sagst, könnt ihr hören, wie es wieder rumpelt und die Treppe marschiert. Gemeinsam mit einem Fass aus Eichenholz runterrollend scheppert das einmal gegen die Treppenwand. Bonk, 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 bonk. Und dann könnt ihr einen grinsenden Xanbart erkennen. Das Fass rollt irgendwo neben Hippolyta aus. Die tockt einmal nur mit dem Bein dagegen und schaut dann so ein bisschen vorwurfsvoll zu ihm, während er dann runterkommt. Kapitän, ja, wenn ihr keine Verwendung mehr für mich habt, möchtet ihr mir vielleicht ein Arbeitszimmer zuweisen? Vorzugsweise im Keller oder irgendwo anders. Etwas aus dem Weg? Serpentilio, ich denke, ihr solltet auch über die Lage im Bilde sein. Und ich weiß nicht, ob es sehr sinnvoll ist, euch hier ein Arbeitszimmer einzurichten, wenn ihr auf dem Schiff ein ganzes Labor habt. Nun sagen wir, dass ich einige Arbeitsschritte gerne in getrennten Räumen ausführen können würde. Wenn ihr versteht, was ich meine. Niemand versteht, was du meinst, Junge. Na gut, ich bin sicher, es wird sich ein Zimmer für euch finden. Aber wie gesagt, ich denke, ihr solltet auch über die Lage im Bilde sein. Und nun, wenn wir jetzt vielleicht unsere Animositäten beiseite lassen könnten, wie ja, ist bitte. Die Lage? Zuerst, Rabben, und habt ihr die Karten wie gefordert? Ja, selbstverständlich. Ich habe sie bringen lassen. Kapitän, ich würde zuhören, aber gebt mir nur einen Augenblick abseits. Schau einen Blick auf die Karten. Dann kann ich vielleicht mehr sagen. Gut, wir haben gesehen, dass die Stadt voller Leute ist. Und ihr, Xanbart, habt uns das Effathorn gebracht, schrieb Rabenmund. Ja, hab ich. Die Götter wollten es wohl. Ich habe auch noch ein paar andere Geweihte mitgenommen. Die wollten das Effathorn selbstverständlich nicht loslassen, aber ich weiß nicht, was ich von dir halten soll. Einem Goya kann man nicht trauen. Ja, nicht so wie ein Zwerg jedenfalls. Das ist ein guter Mann. Vor allem nicht mit der Verwandtschaft. Wen habt ihr mitgebracht? Goyak. Ja. Könnt ihr das vielleicht übersetzen in die menschliche Sprache? Das ist ein Name, aber. Das ist ein Name, du Idiot. Das ist die Effortgeweihte vom Valusa-Tempel. Und das ist die Vorsteherin. Sie hat das Effort-Horn verwahrt und sie wollte mitkommen. Aber Effort-Geweihten kann man nicht vertrauen, sagen die Ingrim-Geweihten auch immer. Es ist
Außerdem ist ihr Bruder, ist ein Pionier von Palegan. Hm. Deswegen kann man hier nicht trauen. Alte Schachtel. Nun, für unsere Verwandtschaft können wir nichts. Wurde der Effa-Tempel in Valusa zerstört? War sie deswegen bereit, euch zu begleiten? Nix. Valusa steht. Gab nur ein bisschen Schmutz in den Straßen. Hm. Und ein paar Tote. Ja, das passiert. Damit war zu rechnen. Naja, zumindest ausgereicht, dass wir gesagt haben, die Flutwelle wird weiter nach Süden ziehen. Und wenn wir das Everdorn im Kampf benutzen wollen, dann sollten wir euch entgegenkommen. Das sei sehr vernünftig gewesen. Ja, vernünftiger Vorschlag von mir. Goyek ist mal wieder nicht zu gebrauchen gewesen. Das vernünftige zwergische Kompetenz. Wenn wir das ganze Mittelreich unter zwergische Generaladministration stellen würden, dann würden die Sachen auch endlich mal laufen. Guter Witz war das. Natürlich. Oh, Zwergwitze sind die besten Witze. Oh. Nun, aber im Ernst. Bitte mach das nicht. Ich will nicht unter zwergische Generalherrschaft. Es wäre Administration und keine Herrschaft. Außerdem war es ein Witz. Kehren wir vielleicht zum Thema zurück. Zum Beispiel zu dieser Schlange vor dem Tor. Die Leute stehen hier an. Wieso, Rabenmund? Der Blaue Palast scheint mir kaum für Regierungsgeschäfte geeignet. Nun, wir versuchen es zumindest mit den Kräften, die uns bleiben. Ein anderer Sitz in dieser Stadt fiel mir nicht ein. Zumindest, sie wissen, dass ich hier residiere in eurer Abwesenheit und deswegen strömen sie Tag für Tag hierher, hoffen auf mehr Brot und mehr Holz zum Bauen. Aber ich kann nur das vergeben, was ich nun am Markt und am Bazar ausgeben lasse. Wir haben mehrere Ausgabestellen. Sie hoffen, dass ich selbst ihnen etwas geben kann, aber dem ist tatsächlich nicht so. Ich lagere hier weder weitere Lebensmittel, außer die, die in der Küche für uns sind, und habe ich auch kein Holz hier. Könnt ihr nicht in die Wälder gehen und Bäume schlagen? Nun, wenn ihr euch die Orthographie um Janka herum anseht, dann werdet ihr wohl feststellen, dass es nur einen kleineren Wald gibt und der eignet sich nicht so sehr dafür, um daraus Häuser zu bauen. Vor allem müsste man das Holz vorher trocknen. Ihr meint die Topographie, nicht die Orthographie, oder? Jawohl. Und dann müsst ihr eben die Baumfäller weiter wegschicken. Nun, wir haben tatsächlich all diejenigen, die sich freiwillig gemeldet haben, in Richtung des Wäldchens im Osten geschickt. Und der ein oder andere ist tatsächlich über den Tern hinüber in die weiteren Wälder im Westen von hier aus geströmt. Nun, es sind eine ganze Menge Holzfäller unterwegs, aber wir können nur das weiter abgeben, was uns geliefert wird. Wie steht es mit der Kooperation der Bauern im Süden der Stadt? Auch sie können nur das den Menschen geben, was hier wächst. Wir haben auch einige Pereine Geweihte, die von weit her angereist sind. Auch die haben wir mit auf die Felder geschickt und sie bewirten und bewirtschaften. Aber auch sie können keine großen Wunder vollbringen. Wir haben auf der Straße nach Elborum einige Händler getroffen und Diamantas hatte den Gedanken, Schiffe nach Elborum zu schicken für Kornlieferungen. Habt ihr diesbezüglich schon etwas unternommen oder gibt es Gründe, die dagegen sprechen? Wir haben eigene Schiffe entsandt, allerdings nicht nach Elborum, sondern vielmehr nach Zorgarn. Die haben zwar auch einen eigenen Flüchtlingsstrom, aber von dort aus gibt es das ein oder andere Schiff, was dann sich den Bauch mit Nahrungsmitteln voll lädt und dann wieder hierher reist. Wir haben auch einige Schiffe versucht auszuschicken nach Pericum und nach Beilung, aber von dort aus gibt es wenig Gutes zu hören, denn auch diese Städte sind überlaufen mit Flüchtlingen und sie haben weniger Lebensmittel als wir. Vielleicht in den Süden. Meint ihr Elbow? Kunchong.
Kunfjum. Diese Reise ist mit den uns verbliebenen Seeleuten schlecht zu machen, möchte ich ganz ehrlich sagen. Wir haben selbstverständlich Musterungen angestellt und die wenigen Kapitäne und Seemänner sind nach Zorgan aufgebrochen. Allerdings können wir auch später nach Kunfjum segeln, wenn ihr dies mögt. Allerdings ist die Strecke schwerer und länger. Deswegen habe ich das zunächst einmal vermieden. Haben die alanfanischen Schiffe Handelswaren mitgebracht? Wenig, aber ja. Nun gut, immerhin. Wir haben einige Verträge mit den Karinors geschlossen. Gut zu hören. Außerdem hatten wir erst kürzlich ein Gespräch mit der Mondsilbersultana. Die versprach, uns nach Kräften zu unterstützen. Allerdings nichts Konkretes, keine weiteren Verträge. Nun, ich bin über jedes Geld dankbar. Oder über jede Handelsware. Viel wichtiger als Geld. Nein, Geld ist wichtig. Ich glaube auch, am Ende läuft alles auf Geld hinaus. Denn und auf mehr. Denn wenn wenig Waren vorhanden sind, dann wird sie der am meisten dafür bietet, erhalten. Nachfrage, Angebot. Das sind wichtige Themen. Nun gut, ja. Die Lage ist sicherlich nicht optimal, aber sie scheint nicht kritisch zu sein. Korrekt. Kritisch ist sie mittlerweile nicht mehr. Das konnte ich abdämpfen. Ich hoffe, ihr seid nicht unzufrieden mit der Art und Weise, wie ich in eurer Abwesenheit agiert habe. Es lief sehr lange bergauf, möchte ich meinen. Das ist doch schön zu hören. Nun, das ist natürlich echt etwas ungünstig für euch, dass ich den Zustand vor der Flüchtlingswelle nicht begutachten konnte. Aber das mache ich euch nicht zum Vorwurf. Ich habe mir seine Bücher angeguckt. Er hat das wirklich gut gemacht. Nicht so gut wie ich, aber das war gut. Wie schön. Was ist mit diesen ganzen Schiffen, die im Hafen liegen? Sind das, wie soll ich sagen, Eimer mit Löchern drin oder sind diese Schiffe tatsächlich see- und kampftauglich? Also noch nicht. So habe ich mir wohl die Berichte von unseren Zimmerleuten angehört. Angrosch Minja versucht wohl ihr Bestes und nun ja, Angrosch Minja? Ja, das ist schon ein treffliches Weib. Definitiv, das ist meine Verlobte. Deine Verlobte? Ja. Davon hat sie gar nichts gesagt. Doch. Und ich zeige mal den Ring, den ich habe. Aha. Ich habe auch einen Ring. Zwinkert ihr die zu. Aber nicht so einen schönen wie ich. Nein. Nehmt ihr beide euch nicht ein Zimmer? Es kommt noch. Also. Mein Bier ist alle. Ich gehe mal zum Hafen und frage Angrosch Minja, ob sie noch ein bisschen Bier für mich übrig hat. Bis später, Vortex. Da komme ich mit. Nein, nein, du bleibst hier und du musst wichtige Sachen klären. Aber selbstverständlich muss ich. Dann gucke ich einmal auf den Gürtel, den ich umhabe. Xanbad läuft los mit seinem kleinen Stummelbein. Ist in Ordnung. Aber mir, wie funktioniert denn der Gürtel jetzt? Ich würde mal gerne kurz aufs Schiff. Nun, ihr müsst euch auf den Zielort konzentrieren und das Schlüsselwort aussprechen, was ich euch gesagt habe. Oh, ja. Ja, dann konzentriere ich mich auf den Zielort, den ich erkenne und spreche das Schlüsselwort und nutze eine Transversalis-Ladung, um vor meinem Nebenbuhler bei Angrosch Minja zu sein. Okay, würfel ein W20. Du bist darüber im Klaren, dass wir das Ding nicht wieder aufladen können. Würfel ein W20. Du bist darüber im Klaren, dass wir das Ding nicht wieder aufladen können, ja? Das ist mir sowas von egal. Oh, das ist gut. 20 ist gut. Dann ploppst du 20 Meter nordwestlich vom Blauen Palast auf, beziehungsweise hast dich wohl durch deinen Standort 20 Meter weiter geploppt, also einmal durch die Wand, und stehst dann irgendwo hinter dem Gartentor. Es sind zwar eine ganze Menge Flüchtlinge da, aber die stehen vor allem davor. Und du kannst wohl auch meinen, dass du vor Xanbad bist. Du weißt zwar nicht, wo dein Schiff ist oder wo Angrosch Minja ist, aber du kannst vorher loslaufen.
Na klar, auf jeden Fall. Jetzt kommt die Athletikprobe. Athletikprobe. Gegen Salvat. Das sieht gut aus. Na klar. Und so läufst du am Hesine-Tempel vorbei in Richtung des Hafens. Der war die andere. Zimmermin schüttelt den Kopf. Na gut. Ihr wisst, Kapitän, ja, dass wir eine solche Ressource nicht ersetzen können, ja? Ich weiß das nicht, aber... Nun ja. Nun, jetzt wisst ihr das. Wir sind vorher auch gut ohne diesen Gürtel ausgekommen. Tore, hast du einen Augenblick? Ja, immer. Ich komme hier gerade nicht ganz mit den Zahlen zurecht. Diamante steht über eine Karten gebeugt und steckt da verschiedene Wimpel rein, um mit einer Schnur was verbinden zu wollen. Hat sich auch mit einem Kohlestift und Papier da verschiedene Angaben mit einem kleinen Maßband hinzugeschrieben, aber scheint darüber gerade zu verzweifeln. Also ich habe die eine Angabe. Damit müsste ich auch die größere Angabe berechnen müssen. Aber die Zahlen entgleiten mir einfach immer wieder. Was möchte die denn machen? Das hier ist Janka. Hier ist Elborum, da ist Zorgen, das habt ihr schon rausgefunden. Richtig. Ich möchte. Wir wussten, dass in Ljanka und in der Ortschaft vor Ljanka, etwa einige Stunden entfernt, diese Ereignisse, dieses Phänomen, beides geschehen ist, diese Welle entlang geglitten ist und sie hat eine Stunde gebraucht, um zwischen diesen beiden Ortschaften zu reisen. Wenn man diese nun auf der Karte zu einer Linie verbindet und diese weiterführt, dann führt diese, zumindest meiner Vermutung nach, zu Ilsur. Und das würde auch damit passen, dass sich Palligan zuletzt in Ilsur befunden haben muss. Vielleicht hatte da irgendwas Grauenvolles eingestellt. Jetzt versuche ich zu bestimmen, wann das genau passiert sein soll. Aber nur, wenn wir von einem geraden Vektor ausgehen. Also, was wir haben, sind zwei Punkte. Damit könnt ihr, ihr braucht einen Punkt, einen dritten Punkt zur Triangulation. Den haben wir ja noch nicht. Triangular was zum? Triangulation. Alles, was ihr machen könnt, ist die Geschwindigkeit der Welle zu berechnen, aber nicht den Punkt, von dem sie ausgegangen ist. Wenn dies Janka ist und dies ist Unamat, dann könnt ihr die Meile zwischen diesen beiden Städten nehmen und dann könnt ihr die Geschwindigkeit der Welle bestimmen. Das funktioniert, aber niemals der Ausgangspunkt. Triangulation. Ach, dann habe ich mir umsonst den Kopf über zerbrochen. Wir können tatsächlich wohl noch nicht genau sagen, wo es ausgelaufen ist. Dazu müsste man dann vielleicht einen Punkt in Yazirabad oder in Zorgan nehmen. Der ist, auf den ich mich nicht vorbereiten kann, macht mich fertig. Ja. Also wenn das von hier nach Janka, das sind vielleicht 20 Meilen und wenn das mit euren Angaben stimmt, 50 Minuten, also grob eine Stundenkerze, dann könnt ihr damit die Meilen pro Stunde berechnen. Das sage ich einmal zur Übung aufgetragen. Könnt ihr selber machen. Ich höre noch mal kurz bei den anderen zu. Nun, wir sollten auf jeden Fall die Flüchtlinge katalogisieren in nützliche Gruppen und nun ja weniger nützliche Gruppen und sie nun ja zur Arbeit anleiten, damit sie nicht keinen Unsinn bauen hier in der Stadt. Und welche sinnvolle Arbeit wollt ihr ihnen wohl auftragen? Nun ja, sie können Häuser bauen, Pflanzen, die Felder bestellen. Ihr habt also keine gute Idee. Nun ja, ich würde Ihnen das zuweisen, was Sie schon in Ihrer Heimat getan haben. Was Sie am besten können. Das habe ich bereits getan. Wie gesagt, die Bauern stehen bei den Bauern aus Janka. Die Stadtwachen stehen bei den Stadtwachen. Die Köche stehen hier nicht nur bei uns in der Küche. Viele stehen selbstverständlich auch noch auf dem Bazar oder auf den Märkten. Nun. Was ist mit den ganzen Flüchtlingen, die auf der Straße herumlungern? Was machen die? Nun, wir haben Arbeit vergeben nach dem, was da ist. Es sind einfach zu viele Menschen. Die Stadt ist nicht dynamisch gewachsen.
Wir haben weitaus größere Probleme, Kapitän, ja, als ein paar Leute, die auf der Straße herumlungern. Nun, ich denke... Seraphim? Sprecht. Mein Vorschlag kann warten. Nein, ihr wart so still. Na, was haltet ihr davon, eine Bauernmiliz auszuheben? Die dann was tut? Naja, diese Stadt bewachen. Vor... der Flutwelle.